Und hier irgendwo waren die Häuser? Ich weiß ja nicht. Oh, doch. Also war ganz schön abseits vom Schuss. Mal gucken, ob hier auch Goblins sind. Also in der anderen Stadt waren ja eigentlich nur Goblins und Totenbeschwörer und dergleichen. Vielleicht ist das ja ein friedvoller Außenposten. Also ja, die anderen waren auch nicht aggressiv, aber es waren halt böse. Obwohl das ja auch nicht wirklich besser aussieht. Ich glaube, aus dem Brunnen hier trinke ich nicht. Und warum greifst du mich an? Das tut irgendwie weh. Okay, so nicht, mein Junge. Goblins. Also die Dorfbewohner greifen uns nicht an, aber die Wachen hier. Ja, komisch. Na gut. Klopfen wir an die Tür. Sechster sind Großmeister. Nichts Besonderes. Kettengroßmeister. Bringt uns aber auch nichts. Prüfung kennen wir schon. Oh, Kinkelitzchen. Die machen bald auf. Die machen bald auf. Das ist noch 11 Stunden hin. Oh, na gut. So. Ihr findet nirgendwo etwas Besseres. Wow. Okay. Regeneriert Treffer und Zauberpunkte. Das ist sehr geil. Stärke plus 17. Charisma plus 16. Plus 10 auf Trefferpunkte und Regeneration Trefferpunkte mit der Zeit. Mit einer Krone, die keiner C hat, das finde ich jetzt nicht so toll. Erhöht den Effekt aller Lichtzauber. Der wird gekauft. Ist egal, ob wir den später brauchen oder nicht. Reaktion plus 11. Glück plus 13. Das Ding könnten wir anziehen, bevor wir Erz und sowas abgeben. Und für die Prüfung des Glücks. Ist auch gekauft. Verhindert Schaden durch Ertrinken. Pff, nö. Wie sind denn deine Standardsachen, wenn die besonderen schon so toll sind? Nicht toll. Fliegen. Oh, Fliegen ist gekauft. Intellekt plus 12. Das hat sich sehr, sehr gelohnt, hierher zu kommen. Also was machst du? Regeneriert Treffer und Zauberpunkte. Kriegt die Klerikerin. Denn wenn sie irgendwann mal tot sein oder K.O. sein sollte, ist es sehr praktisch, wenn sie sich durch den Helm regenerieren kann. Denn wacht sie auf und kann andere wiederbeleben. So, was macht dein Helm? Rüstungsklasse plus 4. Macht dein Helm? Intellekt plus 12. Da kommt auch schon mit denen aus. So, Glück ist einfach nur für später, für... Das ist quasi Stat Gear, das wir nur anziehen, wenn wir es brauchen. Intellekt plus 12 bekommt sie. Iris macht nämlich 10, das heißt, das 10er bekommt sie und Rüstungsklasse plus 3 bekommt sie. Reaktion. Reaktion heißt einfach nur schneller zaubern. Das bekommt sie. Obwohl sie schon sehr viele Ringe hat, ne? Ja. Wasserresistenz brauchen wir allerdings nicht so stark. Erdresistenz hält sich auch in Grenzen. Intellekt plus 1. Körperresistenz plus 4. Erkennen plus 4 kann sie behalten. So. Die. Wasserresistenz plus 12 ist schon gar nicht so schlecht. Das bekommt man Kirogon. Der Rest wird verkauft. So. Den kannst du tragen. Die sollen später verzaubert werden, die beiden. Und genau, weiter geht's. Das musst du Kirogon, damit es nicht verkauft wird. Das musst du. Das war der falsche. Und so weiter, da. Der Fliegenzauber Solzolana, damit wir irgendwo mal hinfliegen können später. Stärke plus 17. Den bekommst du sofort angezogen. Berserker kann weg, der Helm kann weg, Die Federn können zu ihr, obwohl sie langsam auch voll ist. Charisma plus 16. Das bekommt sie, damit sie mehr Zauberpunkte hat. Und nicht Lay, weil Lay würde es eigentlich Sinn machen, weil sie ja auch Klerikerin ist. Also primär aus Charisma ihr Mana bekommt. Aber sie hat schon für sich zu viel. Also wir werden das nicht los, wenn wir schnell zaubern, spammen. Was haben wir hier noch so? Ein Tempel der Finsternis. Das sollten wir nicht rein, denke ich. Schwertmeister.
nicht sehr gesprächig. Tee trinken. Was? Vorübergehend plus 50 Ausdauer. Das klingt gut, aber sieht hier sehr irritierend aus. Meistergilde der Seele. Willkommen in der Gilde der Seele. Heldentum haben wir. Bewahrung haben wir. Fluchentfernen haben wir, glaube ich, auch. Und den Rest können wir nicht. Segen, Segen. Ja. Ah, Alchemie. Und Priester. Sehr schön. Auch wenn er hier Untote rumstehen hat. Hohepriester Falk verneigt sich und schlägt die Hände zusammen. Mögen euch die Schatten verhüllen, edle Herren. Wie kann ich zu Diensten sein? Wir wären gerne Priester. Falk lächelt euch großväterlich an. So, ihr habt anscheinend den Wunsch, Priester zu werden. Kann das sein? Ich kann euch helfen, wenn ihr mir helft. Südlich von Bracada gibt es eine Insel, auf der sich ein alter Tempel befindet, den ich unbedingt finden muss. Ich nehme an, dass die Piraten im Westen Irassias wissen, wo diese Insel ist. Die Seemacht von Irassia ist ziemlich lahm und war bisher nicht in der Lage, sie aus ihrem Versteck in den Teetwater-Höhlen zu vertreiben. Vielleicht haben die Piraten eine brauchbare Karte. Wenn ihr mir die Karte bringt, werde ich euch auf der Stelle zu Priester machen. Du meinst diese Karte? Sehr schön. Die Karte, ihr habt sie gefunden. Falk betrachtet die Karte und deutet auf die Insel. Da ist sie. Die Insel ist im dichten Nebelschwaden verborgen, seit die Tempel der Sonne und des Mondes angefangen haben, sich zu bekriegen. Behaltet die Karte. Ich habe die Koordinaten jetzt auf. Nee, ich habe die Koordinaten jetzt und werde keine Schwierigkeiten mit dem Auffinden der Insel haben, wenn die Zeit gekommen ist. Ich erkläre hiermit alle Kleriker unter euch zu Priestern und alle Begleiter zu ungläubigen Priestern. Danke für die hervorragende Arbeit. Priester der Finsternis wollen wir momentan nicht werden, danke. So, du. Du kannst jetzt Meister werden in Seelenmagie. Müssten wir raussuchen, wo das ist. Und wir haben Stufenanstieg, das heißt, ihr könnt auch gleich noch in einer anderen Sache Meister werden. Sehr schön. Ich habe gerade ein Experiment abgeschlossen. Brauchen wir das nicht. Weg hier. Wir wollen einfach nur noch raus hier. Assassinen? Achso. Nee, wir wollen damit nichts am Hut haben. Waffenmeister-Experte bist du schon. Oh, warte, wir sollten noch den Namen hier aufschreiben. So. Okay, raus hier. Wir müssen allerdings immer noch das zweite Golem-Teil finden. Weil wenn ich das jetzt nicht hier finde und einfach irgendwo anders hingehe, um zu trainieren, um Zauber zu finden, um Meister zu werden, was weiß ich, dann werde ich mich später wundern, wo ist denn das letzte Golem-Teil? Das wird genau... Was? Zur Hölle? Wird genau hier sein. Wir sollten mal das hier anmachen. Und vielleicht nicht unbedingt mitten in der Nacht durch die Berge kraxeln. So. Dankeschön. Also, Karte. Da war die eine Kiste. Gucken wir jetzt mal nach Westen. Also hier war die Siedlung. Hatten wir hier oben schon übergeguckt? Aha, da. Okay, einmal runter, wieder hoch. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Kiste. Weil dann wäre es nämlich genau auf den beiden entgegenliegenden Seiten von der Bucht gewesen. Oh, und noch eine Gin-Lampe. Zing. Bewahrung für alle. Ja, auf Meistergrad wird die ganze Gruppe betroffen. Unbedingt Seelenmeister werden. Allein schon deswegen. So. Und Golem-Teil. Sehr schön. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Eine teure Plattenrüstung. Können wir das wirklich brauchen? Teures Schwert. Habe ich keinen Platz. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ringe weg kann und Gold. Gold ist immer schön. So, jetzt hätten wir, glaube ich, erstmal alles hier. Also wir haben noch da und da zum Aufdecken. Aber momentan ist mir nicht wirklich nach Aufdecken. Theoretisch müssten wir im Tolerianischen Forst auch noch aufdecken und in Afli und fast überall. Das machen wir später, wenn wir die Muße dazu haben. Jetzt will ich nach Irassia. Ich will den Stufenaufstieg machen in der Ausbildungshalle. Ich will den ganzen Ramsch verkaufen, den wir dabei haben.
Dann will ich gucken in unserem Notizheftchen. Das da. Wo wir den Meister finden für Seele und wahrscheinlich Körper. Dann dahin, das bekommen und dann einen Zauber kaufen. Nämlich die ganzen schönen... Was? Säule und Tote? Nämlich die ganzen schönen Meisterzauber. Also diese bräunlichen Bücher, die etwas teurer sind. Oh, das ist ein Obelisk. Ja, ganz schön viele Untote. So. Gucken wir uns kurz durch. Habe ich erwähnt, dass es viele sind? So. Dich hätten wir. Die ganzen Leichen rutschen langsam entgegen. Da sind auch Hütten laut Auge. Gehören die Hütten zu den anderen Hütten? Nee, noch eine Siedlung. Das ist sehr komisch hier. Expertenlehrer. Erdmagie Großmeister. Hier? In so einer Umgebung? Okay. Lernexperte. Hat keiner. Und will ja auch nicht wirklich Punkte drin investieren. Also, wir müssen jetzt nach Westen, richtig? Nee. Genau in die andere Richtung. Was wäre denn im Westen? Oh, Irassia. Da kommen, da gehen wir zu Fuß. Es geht schneller, als wenn wir jetzt einmal ganz zurück über die ganze Karte gelaufen wären, um zum Stall zu kommen und dann von da aus weiter. Hm, hier sind ja Inseln. Ist da was? Bei Zeiten auch mal angucken. Aber nicht jetzt. Jetzt haben wir einen ganz vollen Plan mit Sachen, die ich alle machen will. Damit wir an die tollen Zauber kommen. Und danach hätten wir noch die Evermorn-Inseln, damit unsere Priesterin auch mal aufsteigt. Zumal wir auf den Evermorn-Inseln auch noch was anderes machen müssen. Gab es da auch einen Golem-Teil? Da. Nee, gab es nicht. Und eigentlich ist Talana ein bisschen wichtiger als Lunera. Eigentlich ist Talana ein bisschen wichtiger als Lunera. Also jetzt nicht aus persönlichen Gründen, sondern weil Talana halt am meisten Schaden raushaut. Müssen wir da entscheiden. Die Teile könnten wir schon mal anbringen. Also Kopf nochmal kurz weg. Beine ist dran. Beine ist dran. Dich wieder mitnehmen. Und ja, wir sollten eigentlich auch zurück in unser Schloss und die ganzen Krimskrams, also den Hut, die Muschel und so weiter, mal im Schloss lagern. Da dürften sie eigentlich nicht abhanden kommen. Und dann hätten wir doch schon wieder ein bisschen mehr Platz. Oh ja, alles bei Zeiten. Und wenn wir gleich durch Irassia huschen, auch noch dran denken, die ganzen Passanten einmal anzugucken. Mit einem kritischen Auge, ob sie denn irgendwas Tolles können. Aus 50 Meter Entfernung. Schornsteinfeger wollte ich nicht, nö. Bringt bestimmt nur Glück. Oder irgendein Segenzauber dergleichen. Zink. Waffenmeister. Kann ich euch verkaufen. Helfen? Weg. Oh, warte mal, ich habe gar nicht geguckt, was für ein Helm Gero man hatte. Na gut, weg, 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 weg. Berserker hatten wir auch schon. Oh, den Arm können wir auch noch anbringen. Der Rest bleibt da. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Dann wollten wir noch zur Ausbildungsschule. Hier vorne. Ihr wollt aus, so ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Sehr schön. Dann hätten wir gerne... Hier bin ich mir noch nicht sicher, welches von beiden ich haben möchte. Geistesmagie nur wegen Bewahren jetzt? Ja komm, was soll's. So. Alchemie gerne, so dass wir es auf Meister lernen könnten. Du... wartest. Und du... reparieren kannst du schon Meister theoretisch werden. Kondition könnten wir erhöhen. Seelenmagie. Kannst auch nicht Meister werden. Streitkolben würde ich ganz gerne langsam mal auf Meister bringen. Ja, komm. Dich. Und der Rest bleibt über.
So. Waffenhändler? Guten Tag. Darf ich helfen? Weg, 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 weg. Hier haben wir noch ein Schwert. Da, weg. Besonderes? Nichts Interessantes. Danke. Guten Tag. Verkaufen. Weg, weg. Sonst nichts. Sonst nichts. Besonderes? Ein interessanter Handschuh, der aber nicht verzaubert ist. Danke. Wir können den noch nicht verzaubern. Das wird auch noch ein Riesenschritt sein. Sobald Talana Wassermagie-Meister werden kann, können wir wahrscheinlich, oder was, Großmeister. So oder so. Stadtportal kriegen wir auch noch mit Wassermagie. Das ist dann gleich ein ganz anderes Spiel. Aber gut, wir haben noch einiges vor. Das muss allerdings warten. Jetzt möchte ich erstmal abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder.